Deutschland gegen Niederlande. Let's go! Peace Leute und was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan Torresack und in weniger als einer Stunde ist hier Anpfiff im Waldstadion. Deutschland gegen Holland. Matthijs de Ligt gegen Antonio Rüdiger. Toni Kroos gegen Xavi Simons. Freunde, was erwartet uns heute für ein spektakuläres Spiel? Was kommen hier für geile Spieler ins Waldstadion? Und sind wir mal ganz ehrlich, wir sind optimistisch, dass wenn wir das heutige Spiel gewinnen, dass wir auch Europameister werden. Aber Freunde, bevor wir jetzt reingehen in diesen Stadionvlog, wollte ich nochmal das Thema der Sponsoren aufgreifen. Und zwar wissen wir ja alle, dass Nike ab 2027 neuer Hauptsponsor der deutschen Nationalmannschaft bzw. der Trikots sein wird. Und es gibt zwiegespaltene Meinungen. Klar, Adidas ist ein deutsches Unternehmen und bringt viel Tradition mit sich. Seit, glaube ich, 70 Jahren ist Adidas beim DFB Sponsor. Aber Freunde, so wie ich es verstanden habe, ich lehne mich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, zahlt Nike das Doppelte, 800 Millionen Euro. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welche Laufzeit, ich glaube auf 4 oder 5 Jahre. Und heutzutage, es ist leider so, Geld ist Energie, Geld ist Macht. Und ich finde das auch okay, dass der Vorstand sich dafür entscheidet, Nike als Sponsor zu nehmen und da, sage ich mal, die Tradition nicht in Anbetracht bezieht. Warum? Wenn du doppelt so viel Geld für Sponsoring-Einnahmen bekommst, kannst du das in den DFB investieren. Für Mitarbeiter, für Schulungen, für Infrastrukturen, für mehr Plätze und so weiter und so fort. Und dadurch wird der deutsche Fußball gefördert. Und deswegen finde ich das sehr, sehr cool. Leider sehr cool, wenn die Kommunen was davon bekämen und bei uns, bei der SUSCO, in Dreieich ein neuer Kunstrasen herkäme. Aber ich glaube, da hätte ich vor 2 Jahren mir nicht das Kreuzband gerissen. Aber da wird natürlich das Geld nicht fließen und so viel ist es auch nicht. Aber das ist so der Punkt, den ich darin sehe und warum ich es in Ordnung finde, dass für mehr Geld ein Trikotsponsor gewechselt wird. Natürlich ist es auf der einen Seite schade oder vielleicht regelt es sich nochmal anders, dass vielleicht auch es möglich wäre, dass Adidas Sponsor wird und nochmal mehr zahlt. Aber ich glaube, wenn Verträge unterschrieben sind, ist das Ding durch. Und ich persönlich finde Nike jetzt auf dem Trikot auch nicht so schlimm. In dem Sinne, Freunde, das wollte ich nur dazu sagen. Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Und ich würde sagen, viel Spaß. Gehen wir rein in diesen Stadionvlog. Let's go! Alle. Freunde, wir haben das Stadion betreten, beziehungsweise das Gelände des Stadions. Und mit mir am Start unser IV, Patrick Emisch. Patti, was glaubst du? Wie wird das heutige Spiel ausgehen? Gegen Frankreich war ja schon vielversprechend. Darum denke ich, wird nicht ganz so schnell das Tor geben, aber die erste Viertelstunde 3-1 Deutschland. 3-1 Deutschland? Van Dijk nickt da nein. Spielt der überhaupt? Ich glaube schon, mit De Ligt. Ja, Van Dijk nickt dann sein nein. Und wird heute Wirtz wieder ein Kracher-Tor machen? Du meinst zwar, wird nicht direkt Tor am Anfang passieren, aber wird passieren? Normale Tor, der schiebt ihn einfach rein. Ja? Ja, ja, safe. Sind wir mal gespannt. Dankeschön. So, Freunde, es wird gerade die Aufstellung gedroppt. Wir sind leider ein bisschen spät ins Stadion gelaufen. Guck mal, Patti schämt sich einfach. Halt der Maul. Tommy Schmidt hier gerade nebendran hat, aber er will ihm keine Props geben, dass er heute Morgen seinen Vlog gehört hat. Ostritt! Zeig, dass sich Ostritt! So, Freunde, wir betreten das Stadion. Überragend, Freunde. Alter, wie nice, Digga. Das ist nur hier zu wenden. Hä? Guck mal, wer da kommt. Ah, einfach Julia! Hallo! Ja. Julia, wir brauchen eine Game Prediction. Was glaubst du, wie wird das heutige Spiel ausgehen? Deutschland gewinnt natürlich. Wie viel? Freunde, passend. Geil. Recht und Freiheit. So, Freunde, das Spiel kann beginnen. Deutschland gegen Niederlande. Let's go. An meiner Linken, Robin und Marvin. Robin, was glaubst du, wie wird das heutige Spiel ausgehen? Das
klassisches 4-0 für Deutschland. Klassisches 4-0? Ja, ja. Das ist sportlich. In der ersten Hälfte die ersten drei Tore und dann in der zweiten das so ein lockeres nochmal. Und dann nochmal lockeres Hinball. Marvin, was glaubst du, wie das Spiel ausgeht? 2-1. 2-1, knappes Ding. Okay, ich glaube, es wird 2-0 ausgehen. In dem Sinne, Leute, auf ein gutes Spiel. Was passiert da? Und da steht es 1-0. Und da steht es 1-0 für Holland. Digga, da steht es 1-0 für Holland. In der dritten Minute, Freunde. Wir haben hier gerade Platz gewechselt. Ich konnte es gar nicht richtig genießen. Ach du Scheiße, Freunde. 3 Minuten gespielt. Da steht es 1-0. Was hast du gesagt, Patrick? 2-1. Aber es war und wie war es gespielt? War es gut gespielt? Ich glaube schon. Ich habe nicht genau hingeguckt. So, Freunde, wir haben jetzt 6 Minuten gespielt. Deutschland muss sich fangen. Du siehst auch hier wunderbar, dass wir sehr hoch pressen. Jetzt gab es einen guten Pass von De Ligt auf Depay. Der hat sehr viel Platz. Spielt das Ding lieber auf Mali, aber finde ich schlecht. Ja, Freunde, das sind zum Glück nur 7 Minuten gespielt. Wir haben auch durch Musiala und Gündogan gerade 2x stark den Ball gewonnen und die Aktion gezeigt. Leider hat der letzte Pass in die Schnittstelle nicht ganz zielführend gewesen. Und ja, Freunde, jetzt brauchen wir ein gutes, ruhiges Spiel von hinten und wir müssen auf jeden Fall hier gleich einen Ausgleich erzielen. Kurz ausgeführte Ecke auf Jamal. Jamal liegt ab. Bruder, ich kann es nicht fassen. Was soll das sein? Tor, Bruder. Was ein geiles Tor, Leute. Was ein geiles Tor. Komm mit, Steff, verzauber uns. Auf Jamal, Jamal auf Toni. Auf Rüdiger, Rüdiger Platz. Ja, zieh mal und dann leg ab auf Kimmich. Hat er ein bisschen lang gewartet. Boah, Holland steht jetzt sehr tief von dem Rennen. Da, über Toni. Boah, starke Annahme auf Rüdiger. Rüdiger lässt Ratsch auf Gündogan. Gündogan Doppelpass über Toni und wieder quer rüber auf Jamal. Jamal hat auf jeden Fall 1 gegen 1. Ja, perfekter Pass. Gündogan. Ja, nein. Oh mein Gott, Leute. 18 Minuten gespielt. Geil Transaktion. Wow. War nicht viel in letzter Zeit, aber das war super gespielt. Also Leute, wenn wir Chancen herausspielen, dann aus purem, schönen Kombinationsfußball, der ja fast bis ins Tor führt. Leute, das war ein übertriebener Pass. Wow, gefährliche Aktion. 30 Sekunden später auf Seite der Holländer. Fehlpass. Jamal kommt an den Ball. Stark. Komm, Jamal. Eigentlich der Rollspieler auf Kimmich. Kimmich gut. Auf Zeit. Gewinnt. Ja, kommt der Stand. Ja, man sicher, man sicher. Auf Mittelstädt. Wieder erst ran, Dreck auf Toni. Toni von hinten in Ruhe. Perfekt auf Kimmich. Wow, Andrich. Ey, was ein Kombinationsfußball. Wundervoll. Wundervoller Kombinationsfußball. Wird's. Verzauber uns. Stark von Andrich. Pfund. Pfund. Ah, oh, schade, schade, schade. Schön gespielt. 20 Minuten gespielt. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich gar nicht. So, Leute. Freischuss für Holland. Danke vom Reichen. Der zweite Posten ist frei. Oh mein Gott, Digga, das knackt, Digga. Vorbei, Bruder. Gefühlt nach dem Tor hat Holland nichts mehr gemacht. Jetzt in der 33. Minute gefährlicher Freistoß. Dumfries auf der rechten Seite für den Platz. Über Virgin. Auf Hakim. Regnet. Das hoffe ich nicht. Guter Pass auf Reinders, aber stark von Rüdiger. Über Jamal. Von Jamal. Raus aus dem Eck. Verzauber dich selber. Man hat sich heute schon öfters busy verzaubert.
und der rutscht ganz schön viel. Ich weiß nicht wieso, schon 3-4 Mal ist der Junge weggerutscht. Jamal auf Kimmich. Kimmich auf Wirtz. 1-1? Nee. Steht im Rücken zum Tor. Auf Toni Kroos. Toni Kroos ist perfekt wieder Wirtz. Ah, und nichts anderes ist unser Ball. Musiala stark mit dem Rutscher. Und Toni Kroos wieder auf Kimmich. Aber Kutunla! Niemals. Traum auf der Ball von Jamal auf Havertz. Elfmeter? Nein, es gibt keinen Elfmeter. Jetzt gibt es 1,63 am Start. Jetzt steht auf Flick. Schnell vorbeigelenkt und dann Fuß keine Chance. Flex. Starke Körpereinsatz. Von Lutz. Starke Flanke. Starkes Ding. Ja, ja! Boah, Leute, schade, schade, schade. Wir haben gleich Halbzeit. Ist ein ansehnliches Fußballspiel. Deutschland spielt gut. Deutschland spielt gut. Ich bin optimistisch. Wenn ich jetzt, dann in der zweiten Hälfte machen wir noch ein Tor, oder Patrick? Noch ein Zwischenstand? Willst du noch was sagen für die Zuschauer? Hä? Willst du noch was sagen für die Zuschauer? Gutes Spiel. Super. Ja, Freunde, es ist Halbzeit. Ich sage euch ehrlich, gutes Spiel. Deutschland macht die Räume gut zu. Holland hat nicht viele Chancen. Und ja, ich bin auf die zweite Seite gespannt. So, Freunde, während hier BetWet seine Werbung macht und RTL seine Analyse macht, können wir ja mal reingehen in die Analyse von Patrick Emisch. Wie war die erste Halbzeit? Gut. Ja. Also Deutschland klar dominant. Ja. Eigentlich glaube ich, Fragen der Zeit ist falsch, aber wir haben schon mehr vom Spiel. Der finale Pass muss jetzt in der zweiten Halbzeit noch kommen. Dann machen sie noch 2-3 Dinger und weiter zu verteidigen. Dann geht es den 2-1. Und keins kassieren, ne? So wie jetzt gespielt wird, werden wir auch keins kassieren. Nach hinten hin machen wir es überragend. Ja. Defensiv gut, offensiv der finale Pass. Dann alles klar, super, Dankeschön. Schalten wir wieder rein ins Spiel. So, Freunde, die Halbzeit hat soeben begonnen. Junge Memphis, der Ball hat übrigens ganz gefährlich. Das war aber. Das war ein gutes 1-1, muss man lassen. War das Ball? Vorher musstest du, kannst du abpfeifen, aber da war nur Ball. Saugefährliche Pfeifsituation. Hier findet ein richtiges Pfeifkonzert statt. Leute, ich sag's euch, egal wie die da anlaufen, Memphis, der Ball wird schießen. Egal was sie da für Politik machen. Ich weiß nicht, worauf die warten. Memphis Depay wird schießen. Vorbei. Memphis Depay hat doch nicht geschossen. Sorry, Leute. Hier geht's. Schieß ein Tor. Auf geht's. Deutschland schießt ein Tor. Leute, Mod-Stimmung und Traum. Hat der Ball auf Havertz? Kriegt er den? Nein. Es fehlen so ein bisschen die Trommeln, Freunde. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich in der EM vom Fanclub her sich was tut, dass wir hier mal richtig Bombenstimmung kreieren. So, Freunde, wir haben jetzt hier die 55. Minute und die zwei Jungs schaffen es jetzt erst hier zu kommen. Guck dir die zwei Versicherungsverkäufer an. Guck sie dir an. Ich weiß nicht, was sie dir verkaufen. Ja, aber Bruder, alles. Versicherung, Immobilienmakler, alles. Aber was macht ihr? Was passiert hier? Oh, krasse Grätsche. Ja, Bruder. Patrick. Die Zuschauer wollen wissen, ob das Bier schmeckt. Gut. Ja? Na, was schmeckt's? Bier. Biergeschmack. Super. Stark von einem. So schön gespielt. Patrick, darauf erstmal ein Bierchen, gell? Erstmal ein Schluck Bierchen. Ich muss jetzt auch mal probieren. Geh mal kurz. Süppig süß. So, Leute, wir haben jetzt die 73. Minute. Müller und Füllkuh kommen rein. Ist auch wichtig und richtig, weil wir fuddeln nach vorne wieder rum. Aber wir kriegen keinen Torschuss hin. Also die wollen wirklich alles versuchen, aber es kommt gerade nicht zum Torschuss. So, Freunde, David Raum und Benny Hendrix sind reingekommen. Ich finde es ein bisschen traurig, dass Koch und
seinem eigenen Stadion heute nicht spielen darf. Er ist jetzt zweimal für zwei Spiele nominiert worden. Hat nicht eine Minute gemacht. Finde ich traurig. Schade. Stark. Physisch super abgelegt. Super abgelegt. Nein! Bruder, das kann nicht wahr sein. Aber der Ball lebt noch. Die Kamera läuft. Jonathan Tah, Nummer 4. Einmal gucken, bitte. Steht hinten am Strafraum. Zweite Pass. Oh, Freunde, das Stadion steht doch lieber. Was hab ich gerade für ein Gästen gegeben, Junge? Wie bei der Susko! Was passiert hier, Freunde? Oh mein Gott, Digga, gefährlich. Jetzt muss das Spiel vorbei sein. Zu, Digga, hier ist nichts zu holen für die Holländer. Da hoch das Ding. Und vorbei. Deutschland gewinnt. Deutschland gewinnt gegen Holland und gegen Frankreich. Was für zwei Vorbereitungsspiele, Freunde. Das Stadion steht kopfüber. So, Leute, das war's mit dem Spiel. Deutschland gewinnt 2-1. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst dem Ganzen ein Like und ein Abo da. Und Paddy hat noch ein paar wichtige Worte für euch. Hallo, warte mal noch mal von vorne. Die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und schaut bei unseren Kreisliga-Vlogs vorbei. In zwei Wochen nach dem Osterwochenende geht es gegen Ruppenheim 2. Und verfolgt uns weiter im Aufstiegsrennen. Let's go. Party als Linker IV. Viel Spaß. Peace out. Ich krieg da hinten draußen eine Krise. Und ich spiele nicht mal. Meint ihr das ernst, Jungs? Taktische Auslegung hinterher. Hört auf, mir zu erzählen. Da fehlt einer. Der macht vorne nicht mit. Der hinten macht nicht mit. Nein. Ihr spielt. Nicht ich, nicht die da draußen.